Wehmut und Wiedersehensfreude empfanden die aktiven und ehemaligen Soldaten des Fernmeldebereiches 92 in Trier beim letzten Familienfest in der General-von-Seidel-Kaserne. Bevor am 31. März des kommenden Jahres der Standort aufgegeben wird, hatte Kommandeur Volker Sauer es sich noch einmal 1200 Soldaten auf das Kasernengelände in der Luxemburger Straße eingeladen. 800 Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet waren gekommen und hatten ihre Familien mitgebracht. Während die Kameraden ihr Wiedersehen bei Live-Musik und Spanferkelessen feierten, konnten ihre Kinder und Enkelkinder Ponys reiten oder sich mit den Spielangeboten des Don Bosco-Mobils die Zeit vertreiben. Im März 2009 will sich der Fernmeldebereich 92 in einer weiteren Veranstaltung dann von der Öffentlichkeit verabschieden.